Hallo, Jörg Fuhrmann hier. Magisches zu entdecken, gilt es erst einmal aufzubrechen. Und dieses Aufbrechen erfordert ein Hinschauen, Umschauen, Orientieren und dann einen Einsatz an Kraft, vielleicht auch Mut. Auf jeden Fall braucht es eine gewisse Fokussiertheit und Zielstrebigkeit, auch wenn sich da möglicherweise das ein oder andere Hindernis am Horizont abzeichnet. Und viele Menschen beginnen gar nicht erst mit der Reise, mit dem Aufbruch. Und deswegen können sie auch nicht aufbrechen, weil sie eben die Hindernisse so sehr fürchten. Doch wenn du mal deinen Lebensweg durchschaust, wirst du vielleicht sehen und merken in der Rückschau, dass gerade diese Zeiten und diese Phasen, wo die Hindernisse vielleicht auch eklatant waren und vielleicht auch zum Teil schier unüberwindbar schienen, dass gerade diese Zeiten und Phasen es waren, die dich besonders geprägt haben. Vielleicht waren es genau diese, die dich haben wachsen lassen, die gemacht haben, dass du über deine bisherige Komfortzone, deine bisherige Grenze hinausgegangen bist, die die Grenze deiner bisherigen Sicherheit war, und durch diese Ausdehnung hat sich dein Kompetenzbereich erweitert, hat sich deine Fähigkeit zum Containment von Neuem erweitert. Und vielleicht kannst du auch ab jetzt jede weitere Herausforderung und jede weitere Hürde, die kommt, als so etwas sehen, als eine Art Wachstumsweg oder Wachstumskatalysator, eine Einladung vom Leben. Und manch einer wird jetzt vielleicht sagen, danke, ich habe genug Dünger, das reicht mir. Das kann ich nachvollziehen, aus eigener Erfahrung. Warum das so ist, wofür das so ist, wozu das so ist, das wissen wir nicht. Oder vielleicht sind wir nach wie vor noch viel zu nah dran und der Abstand ist noch viel zu klein, um das zu sehen, worum es eigentlich wirklich geht. Was ich von den Schamanen aus Nepal ganz stark mitgenommen habe für mich, war diese Quintessenz: Wir sind hier nur auf der Durchreise, und diese Durchreise hier, also in diesem kurzen Witz namens Leben, zwischen diesen zwei endlosen Geheimnissen von Geburt und Tod, diese kurze Symphonie des Lebens ist eigentlich eine Vorbereitung auf den Übergang am Ende. Und wir sind hier, um uns darauf vorzubereiten. Und wer das tibetische Buch des Sterbens, das Bardo Tödol, mal gelesen hat, gibt es ja in verschiedensten Ausführungen und Interpretationen, bekommt vielleicht eine Idee von dieser Philosophie, wie sehr dort dieser Übergang eben gewürdigt wird, dieses Dazwischensein. Und gerade eben auch die Hindernisse, die wir im Leben überwinden mussten, gerade die sind, die dafür dann auch eine Art Prägung sind und etwas, was Mut macht und den Fokus zu halten. Und das zeigt sich auch im alltäglichen Leben in ganz einfachen Dingen. Ob das eine berufliche Existenz aufbauen ist, ob das andere Menschen ansprechen ist,
ob das ja in wesentlichen Punkten in Beziehung, im Kontakt bleiben ist und nicht wegzugehen und sich zu verstecken. Ob es Herausforderungen sind, die du dir selber im Außen stellst oder im Inneren stellst. Wie du damit dann umgehst, ob du dort dabei bleibst oder nicht. Und ich glaube, das Leben ist eine Einladung, das auszudehnen, dort immer mehr dabei zu bleiben, immer mehr zu schauen zu dürfen, hinschauen zu dürfen, hinfühlen zu dürfen. Und dazu lade ich dich herzlich ein, als Wanderer auf dem Weg, der wir alle sind. Schöne Grüße von Jörg Fuhrmann.